Experiment. Dieser Text ist eines und es schlägt fehl. Tschüss, bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle würde ich jetzt so tun, als ob ich weggehe, was ich jetzt einfach sein lasse. Nein, so schnell lasse ich euch nicht sitzen und mich gehen. Obwohl ihr sitzen bleiben dürft und ich, bevor ich in gefühlten 5 Minuten gehe, mich noch 5 Minuten lang gehen lasse. Fühlt ihr schon die sanfte Spannung in euch aufsteigen? Fühlt ihr den Beat in meiner Stimme? Fühlt ihr euch wohl? Dann sind wir schon 2 Personalpronomen des heutigen Abends, denn ich fühle euch wohl an. Überlassen wir dieses wohlig kalte Vokabulum Interruptum sich selbst und widmen uns dem eigentlichen Thema dieser Fallstudie über menschliches Fehlverhalten, dem unzureichenden Applaus bei mittelmäßigen Tiefstleistungen. Um euch einen trägeren Weggang von diesem Thema zu sie möglichen, werde ich es für eine gute Idee gehalten haben, so eine Tiefstleistung zu erbringen. Durch den Genuss von 2 Flaschen feinstem Berliner Leitungswasser, also korrekterweise nur deren Inhalts, beflügelt, bausche ich kleine Dinge zu großen Metaphern auf. So schwingt das Genitiv S bei mir immer mit, besonders bei liquiden Sätzen. Schon eine alte Volksschwarzheit weiß, Genitiv ins Wasser. Wieso? Ist da tief? Daneben fallen in einer Fallstudie über das Fallmanagement der deutschen Sprache verhältnismäßig selten auf, zumal durch die Verenglischung der elitären Populärwissenschaft unsere Lingua ein Ding an der Waffel abbekommen hätte. Kommt nur darauf an, mit welchem Belag. Schokoladensoße, Lady Marmalade oder Saucreme? Ganz gewiss jedoch kein Einheitsbrei aller Erbsen-Zweitopf. Diese Erbsenwischerei geht mir ziemlich auf die Augen. Ich bekomme schon Zwiebelringe unter ihnen. Vielleicht tragen sie mir deshalb so häufig. Eigentlich sollen ihr ganz gut gegen Chicken Eis an den Füßen helfen. Für mich eine unnötige Augenzählerei. Solange daraus nicht die schlimme Augenwurst von Kaufstaat oder die Goldnuggets von McDofnitz hin und her gestellt werden, kann ich darunter hindurchsehen. Halb roh und interessant finde ich jedoch die Frage, welche Lebensmittel wirklich in der Schwebe sind, Punkte zu setzen und warum Punkte immer gesetzt und nicht gelegt oder geklebt werden. Ist das eine deutsche Eigenart, punktuell statisch beweglich zu sein? Nun mach aber mal einen Strich. Auf dem kann man sich gehend auch viel besser schlängeln als auf einem Punkt. Punkt. Und wo bleibt nun der Witz? Er scheint sich zu fürchten. Furchtklub zweisam haust er in seinem kleinen Strauch des Sterbens, inmitten einer bedrohlichen Stille voller leerer Worthülsen. Doch da kommt seine Rettung. Eine Witzin macht sich auf dem Weg und gibt ihm die größte Mühe, nicht zu verzweifeln. Sie war schon lange auf den Strich gewandert, um zu seinem Semikolon zu erscheinen. Da diese Witzin aber gedanklich gut bei ihm vorbeikam, zweifelte er zweifellos an ihrer Freizügigkeit. Diese hat ihr ihre Altfräulichkeit gegeben und ihm seine Jungmännlichkeit entnommen. Ihre Weiblichkung zum Trotze trotzt er trotzdem ihrer feminisierenden Art und leise entwich ihm ein Geräusch. Ein Hauch von Hallo peitschte durch die lärmschweigende, ruhelose Dunkelmus, dass ihr ganz Mut und Zwang zu Angst ward. Sie wusste nicht, wie jenem gekönig, so es sie sich einer Ohnmacht hingeben zu bezwungen kann. Witzchen konnte das nicht mit anentdecken, denn es war ja dunkel. Erst das Aufschlagen ihres Hauptes auf dem Nebenaste vermutete er leicht, im Gespenste erhört zu wollen. Er hörte kurze Zeit später ihr x-mütiges Stöhnen, welches sich an der feuchten Innenwand des Strauches stalaktitenböse auf ihn zugestand. Verunklart durch diese sondervollen Geräuschens wusste er nicht, ob er jene und sie ignorieren zu durfte, ohne seine Gehvermuten zu beschweren. Auf der anderen Hand war er gerade so flach in seiner Furcht verbuddeln, dass er sich darin fremdlich ganz wohl fühlte. Was also lassen? Er wird seiner entschieden worden, auszuschreiten und um ihre Hand abzurennen, was sich schwergreifender als erdacht abtan, da er ja immer noch dunkel sei. So lag die Witzin vor, wie hinterher auf dem Boden der Lastsachen, betäubt und nicht zu Inklu-Aktion können. Er tastete sich nachgläubig durch die feuchte Astwölbung, sobald er mit seinem rechten Klumpfuß sporadisch etwas streifte. Hätte er früher einmal Zwiebelringe benutzt, wäre seine Taktilizität eventuell Brigitte besser nachhanden und er hätte ihre Nüstern früher gefühlt. Vom Gestanke seiner offen schrundenbehafteten Penis zum Erwachen gezwungen, sprang sie jedoch wie vom Elefanten gestochen ab. So etwas hatte sie selbst in ihrer langen Strichkarriere noch nicht olfaktorisieren haben. So etwas war ja auch jener nahezu alt. Er konnte gar nicht so schnell schauen, wie sie fortgefegt ward, denn es war ja manchmal schon dunkel. Und so verzweisamt er noch gestern in seinem Unikum. Und die Moral von der Geschichte: klatschen kann man oder doch.
Applaus